Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bundesminister Dobrindt. Bis 2018 wollen Sie, so steht es im Koalitionsvertrag, Deutschland flächendeckend mit Breitbandgeschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit versorgen. Das ist meine Ansage. Die ist aber auch nicht neu. Kanzlerin Merkel hat schon vor einigen Jahren versprochen, dass 75% aller Haushalte Highspeed-Internet hätten bis 2014. Jetzt haben wir 2014 und sehen, Verheißungen helfen nicht weiter. Das Internet sollte schon gar keine sein und bleiben. Man muss auch was dafür tun. Eigentlich mag ich ja Menschen mit Visionen. Ich habe auch eine, nämlich, dass die Menschen rund um Peißenberg einen schnellen Anschluss kriegen. Der Breitbandanlass zeigt, dass die weißen Flecken bei Ihnen, Herr Minister, direkt vor der Haustür anfangen. Rund um den Sitz Ihres Wahlkreises ist derzeit maximal 1 Megabit möglich. Bis da eine Mail beim Wahlkreisabgeordneten ankommt, hat man sie schneller persönlich vorbeigebracht. Und das sind nicht die einzigen weißen Flecken. Auch bei Staatssekretärin Doro Beer, schade, dass sie jetzt nicht mehr da ist, sieht es vor Ort nicht so rosig wie auf ihrer Homepage aus. Wenn sich die Wähler in Münnerstadt die Homepage von Doro Beer mit den vielen schönen bunten Fotos ansehen wollen, müssen sie richtig viel Geduld haben. So sieht es 2014 in vielen Regionen Deutschlands aus. Und die Menschen in diesen Regionen hätten lieber heute als morgen schnelle Internetverbindungen. Wir stehen vor zwei gewaltigen Herausforderungen. Erstens, wie stopfen wir die Löcher im Breitbandnetz möglichst schnell? Und zweitens, wie bauen wir mittel- und langfristig das Glasfasernetz aus? Das brauchen wir nämlich wirklich, wenn wir ein Hightech-Land sein wollen, denn ohne gibt es kein Cloud Computing, kein Smart Grid und auch keine intelligente Logistik. Gewaltige Aufgaben, die Sie da zu bewältigen haben, bis ein runder Tisch Netzallianz Ergebnisse liefert, dauert's. Dabei warten wir jetzt ja schon seit Jahren, dass sich die Lage insbesondere in den ländlichen Regionen deutlich verbessert. Die Grundversorgung hätten wir schnell und ohne zusätzliche Haushaltsmittel auch haben können, nämlich mit dem Universaldienst. Danach würde jeder Haushalt einen einigermaßen schnellen Internetanschluss kriegen, so wie jeder von der Post beliefert werden muss oder einen Telefonanschluss bekommt. Und das völlig egal, ob auf der Alm, auf der Hallig oder im Westerwald. Ein Konzept, was bis zur Wahl übrigens auch von der SPD gefordert wurde. Nach den Koalitionsverhandlungen wollten Sie aber leider nichts mehr davon wissen. Hier, werte Kollegen von der SPD, haben Sie sich über den Tisch ziehen lassen. Bis 2018 ist es also noch lange hin. Bis dahin gibt es ja bereits eine neue Bundesregierung. Und wahrscheinlich müssen Sie sich für das Nicht-Einlösen dieser Versprechungen dann gar nicht mehr rechtfertigen. Das Ziel ist also nicht nur auf den ersten Blick mutig, ist es auf den zweiten vor allen Dingen bequem. Eines halte ich Ihnen aber zugute. Die neue Regierung hat immerhin verstanden, wie wichtig der Breitbandausbau ist. Es ist nicht nur eine Frage von Teilhabe, wie Minister Dobrindt betont, es ist eine Zukunftsinvestition. Flächendeckendes Breitband birgt für Deutschland auch enorme Wirtschaftskraft. Ein Anstieg der Breitbandversorgung um 10% kann laut EU-Kommission zu einem jährlichen BIP-Wachstum von 1 bis 1,5% führen. Breitbandverbindungen bewirken Innovationen in Unternehmen, sie fördern Beschäftigung und bieten das Potenzial, bis 2020 2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Ohne Ausbau läuft die Energiewende nur mit der angezogenen Handbremse. Wir könnten bis zu 4 Kohlekraftwerken einsparen, hätten wir externe klimaneutrale Rechenzentren. Und dafür brauchen die Unternehmen aber eben Breitbandverbindungen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind leider wenig vielversprechend. Es gibt weder Geld noch ein Konzept und auch kein Anreizprogramm. Die ursprünglich geplante 1 Milliarde Euro für den Ausbau ist in den Koalitionsverhandlungen gestrichen worden. Was bleibt, sind bloße Ankündigungen, aber die alleine machen noch keine Breitbandfrühling.
Die Einberufung eines runden Tisches und die Auftritte im Ausschuss hinterlassen einen engagierten Eindruck, aber letztendlich kostet der Ausbau viel Geld, das die Regierung eben nicht bereitstellen will und von dem unklar ist, woher es kommen soll. Von Gesprächsrunden wird es nicht vom Himmel fallen. Irgendeiner wird die Zeche zahlen müssen. Die Frage bleibt nur, wer? Herr Dobrindt, als Sie im Dezember bei Ihrer Vereidigung hier vorne standen, konnte ich beobachten, hier ist ein Mann, der es gar nicht erwarten kann, Minister zu werden. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen zwischen Peißenberg und runden Tischen die Puste nicht ausgeht. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Gerus Dorjohann für die